bei Brutto Loco machen wir einfach einmal pro Woche backen wir Brot. Also am Donnerstag wird der Teig gemacht und am Freitag das Brot backen. Und die Idee ist, dass die dabei sind, dass man einfach mitmacht, aktiv. Also entweder macht man beim Teig mit oder beim Brotbacken. Es ist schon ein lustiges Gefühl, auf einem ehemaligen Trainingsplatz Brot und Pizza zu backen. Vor allem habe ich da auch schon als kleiner Bub Fußball gespielt. Jetzt ziehen wir hier Kohlen raus. Wir sind jetzt etwa knapp 40 Leute. Und da ist eigentlich jede Crew, die sich einschreibt, einmal pro Woche relativ frei, was man da macht, mit verschiedenen Mehlsorten. Und die Mischung, da ist man eigentlich relativ frei. Wir haben da nicht ein Standardbrot, aber man macht einfach eine Sorte von Brot einmal pro Woche. Da gibt mir alle noch eine Bäckerei auf. Oder was hat es noch? Leinsamen? Von dort ist man gesagt, dass nicht nur der Schweizer Leben, sondern grosse, dann machst du sie flach. Ich mache einfach eher so runde Kugeln, sie gehen nachher eh verlaufen. Ja, als Stadtmensch schon auch einen gewissen Ausgleich für viele Leute und für mich auch. Also ich bin ja, ich arbeite 80% im Landesmuseum, da ist man halt schon meistens halt vor dem Computer und so. Also mir fehlt das persönlich, einfach die ganze Zeit vor dem Computer zu sitzen, ein bisschen so der handwerkliche Aspekt, wo man mit den Händen etwas machen kann. Und das ist natürlich schon da super. Also oh, als Kind wollte ich ganz unterschiedliche Berufe werden. Irgendwie Profifußballer oder Lokführer, also das Übliche. Ich glaube nicht, dass ich daran gedacht habe, mal Historiker zu werden oder dann mal auf einer Brache Brot zu backen. Das habe ich mir so nicht überlegt. Also zu Brutto Loco bin ich eigentlich ganz, glaube, per Zufall gekommen, über die Webseite. Aber ich habe natürlich schon vorher sehr gerne backen und backe immer noch sehr gerne für mich einfach allein. Ich habe einfach gesehen, oh, die haben einen Lehmbackofen. Das ist eine super Chance, um da mitmachen und um da endlich mal ein Holzofenbrot zu backen. Das ist eigentlich mein Traum, oder? Sonst immer zuhause mit dem Elektrobackofen. Ist auch nicht schlecht, wenn man es selber macht, aber das ist natürlich einfach unübertroffen, so ein Brot im Holzofen zu machen. Das ist einfach Wahnsinn, das ist super. Und dann erst noch für 40 Leute, oder? Es ist einfach etwas Schöneres, gerade so 40 Bröter zu machen. Das ist völlig etwas anderes. Hey, schön. Ja, ich bin gut. Ein Lebensziel, das ich noch habe. Ich sage immer allen, ich mache eines Tages mal eine Bäckerei auf. Ich lache mich immer alle aus, weil ich bin jetzt ja Historiker, arbeite im Landesmuseum und so. Aber wer weiß, ich meine, vielleicht auch erst in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Oder vielleicht auch nie. Mal schauen, man muss ja immer noch ein bisschen Träume haben. Man muss auch nicht immer alles hören.